Diese Bilder hier, die sind vom CDU-Wahlkampf 2013 und die haben damals nicht nur für Belustigung gesorgt. Eine Drohne stürzt ab und fällt der Kanzlerin quasi direkt vor die Füße. Damals waren solche Drohnenflüge über Menschen noch nicht verboten. Seit April dieses Jahres schon. Mit der Drohnenverordnung hat die Regierung klare Spielregeln aufgestellt. Denn im vergangenen Jahr wurden von Flugzeugpiloten 64 gefährliche Annäherungen gemeldet. Mit dieser kleinen Drohne möchte Christine zukünftig in die Luft gehen. Unterstützung bekommt sie dabei von den Profis Armin Benecke und Ralf Kruse. Die beiden Flieger bieten Trainingskurse für angehende Drohnenpiloten an. Jetzt nehmen wir mal das Ding hoch und dazu bedienst du den Gashebel. Mache ich den also und zügig hoch. So. Eigentlich ist der Flugplatz Großenhain absolute Flugverbotszone. Die Software so einer modernen Drohne würde hier einen Flug auch gar nicht erst erlauben. Nach ein paar Metern Höhe wäre Schluss. Dann bleibt die da stehen. Dann kann ich vielleicht noch versuchen, höher zu gehen, aber nach kurzen Sekunden ertönt dann bei mir immer ein Piepzeichen, piep, 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 und dann steht hier Attention Landing, also Achtung Landung. Armin Benecke hat extra für Christines Flugstunde eine Sondergenehmigung eingeholt, damit ihm der Drohnenhersteller erlaubt, die Sicherheitsbeschränkung auszuschalten. Weniger gesetzestreue Piloten, die überall, also auch in Flugverbotszonen, fliegen wollen, hier rot eingekreist, nutzen dafür gehackte Software, die es im Internet zu kaufen gibt. Die Drohnenausbilder sind geschockt. Die ist weg, ja. Ich finde es eine riesige Sauerei. Menschen, die so etwas machen, handeln für mich verantwortungslos. Denn durch solche Aktionen werden oder können ja letztlich auch andere Menschen wiederum zu Schaden kommen. Das ist schon ja, dumm, dumm, dumm. Denn wer sich an Flugverbotszonen nicht hält, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Bis zu 50.000 Euro, bis hin eventuell auch mit Gefängnis. Ne? Also das kommt darauf an, wie groß der Schaden dort ist, der dort zustande kommt und wie fahrlässig man gewesen ist. Die wilden Zeiten des Drohnenfliegens sind vorbei. Seit 7. April gilt die Drohnenverordnung. 100 Meter maximal, ansonsten brauchen wir eine Sondergenehmigung, ne, beantragen bei der Luftfahrtbehörde, wenn wir drüber wollen. Dasselbe gilt auf den Nachtflug, hat man auch schon mal gesagt. Es ist konkret verboten, dass man in die Nähe von Flughäfen kommt. Das heißt also, dort muss man einen Abstand haben um die Grundstücksgrenze von 1,5 Kilometer wenigstens. Auch über Autobahnen, Menschenmengen oder Nachbarsgarten darf nicht ohne Sondererlaubnis oder Zustimmung des Eigentümers geflogen werden. Aus gutem Grund, denn die Unfälle häufen sich. Anfang des Jahres landete eine Drohne auf der A99 und verursachte einen Unfall. In den USA flog vor gut einem Monat eine Drohne in eine Hochspannungsleitung und kappte die Versorgung einer Kleinstadt. Die Täter wurden in beiden Fällen nicht gefasst. Um sie künftig zu ermitteln, müssen Drohnen ab Oktober mit solch einem nicht brennbaren Schild gekennzeichnet werden. Und zwar hast du hier den Nachweis über den Inhaber mit Name, Anschrift. Hier hätte man dann den Nachweis noch an der Unfallstelle zu liegen und könnte sagen, der alte Krepel, der hat hier was verursacht, das kann nicht sein. Übrigens, um Flughäfen, Stadien oder Industriegebiete vor unerwünschten Drohnen zu schützen, haben Firmen bereits Systeme entwickelt, die sie vom Himmel holen. Die Drohne ist dann natürlich futsch. Damit das nicht passiert, besuchen immer mehr angehende Piloten Kurse wie den von Armin Benecke und Ralf Kruse. Denn sie wollen möglichst lange schöne Luftbildaufnahmen mit ihren Drohnen machen.